überlege ich nur gerade. Moment. Ach stimmt, ich hatte die hier hingebaut. Stimmt ja. Moment, vielleicht kriegen wir das ja sogar hier hingebaut. Und zwar, man muss nämlich einfach jetzt dann mit dem Ding, müssen wir nämlich dann jetzt einfach das Teil verbinden. Ne? Das ist übrigens quasi wie in Minecraft halt Dingens ziehen. Moment, jetzt müsste eigentlich jedes Mal, da ist nämlich eine Truhe. Nur das Doofe ist leider an den Truhen, die droppen leider nichts. Das ist voll scheiße. Okay, jetzt kann ich ja mal gucken, wie ist denn dieses Palladium-Ding hier? Boah, 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 boah. Oh, die macht aber eigentlich ganz gut Schaden, ne? Boah, krass, wenn ich überlege, wie viel Schaden der Dreck macht auf, wie viel Schaden ich mache mit meinem High-End-Char. Das ist so der Knaller. Moment, wir probieren es nochmal gerade mit meinem Schwert. Vielleicht ist es ja doch... Ah, es macht dann doch etwas mehr Schaden. Aber das Problem ist, die droppen darüber nicht, dass ich ein bisschen kacke finde. Man sieht, es funktioniert einwandfrei. Ich kann hier halt jetzt die Typen halt spawnen. Aber das Dumme ist, nur droppen die nichts. Das ist irgendwie, ja, toll. Wofür gibt's das quasi dann? Wisst ihr, was ich meine? Jetzt kann ich halt auch noch hier die andere Statue noch nehmen. Oder wir machen es mal so. Wir bauen die ab. Bauen an dieselbe Stelle mal die Engelstatue hin. Guck mal, was dann daraus kommt. Da kommt gar nichts raus. Bin ich überhaupt drauf? Ja, ich hab die genau da hingesetzt. Okay, da kommt wohl nichts raus. Dann, aber hier, auf, bei der Blutfleischmond-Dingens-Bummens, schlag mich tot. Da geht's auf jeden Fall. Moment, muss ich gucken. Ja, die ist daneben halt. Vielleicht geht die noch. Ah, siehste, geht sogar. Na, jetzt habe ich. Jetzt kann ich halt die Zombies spawnen. Wenn ich will. Na, ich kann halt jede Menge davon spawnen, wenn ich Bock habe. Uah, jetzt sind die alle mehr an und mehr dran. Ja, aber im Endeffekt, ja. Was bringt's mir großartig? Ich kann die jetzt zwar immer rufen, kann die killen. Ne, dann kriege ich halt unten diese Dinger da, dass ich 50 Gegner gekillt habe davon. Aber im Endeffekt denke ich mir auch, ja, wofür? Aber was. Dann bringt es mir ja nichts, weil ich kann ja nichts einsammeln. Ne? Und das ist halt recht Luft. Ich kann halt hier die ganze Zeit zack, 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 zack. Die ganze Zeit machen. Die spawnen halt da die ganze Zeit. Was halt auch cool ist, du kannst ja auch so quasi so einen eigenen Timer da reinbauen, indem du den Auslöser quasi. Ja, vor dich setzt, dass die, wenn die Gegner kommen, automatisch darüber laufen und den nächsten spawnen. Das ist ziemlich geil eigentlich. Ja, wie man sieht hier, alles getötet, aber nichts gedroppt. Da frage ich mich dann, wofür ist das überhaupt? Das frage ich mich halt dabei. Na, aber ja, ein kleines Gimmick, es funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß halt nur nicht, wofür das ist. Das wäre übrigens für einen Wasserspeier gewesen, sehe ich gerade nicht für eine, nicht für einen Engel. Und ja, ich wollte mir eigentlich auch, ich wollte mir Flügel bauen. Was ist daraus eigentlich geworden, so im letzten Let's Play? Ich muss mich übrigens entschuldigen, wenn das letztes so ewig gedauert hat. Ah, Seelen des Lichts brauchte ich, ne? Oder? Ah, Pixie-Staub bräuchte ich auch für Flügel. Aha. Riesige Harpienflügel. Die droppen aber, glaube ich, ganz, ganz selten. Eine Knochenfeder. Die droppen im Dingens. Gebrochene Fledermausflügel kriege ich nur im Dingens-Moon-Event. Feenstaub, da habe ich keine Ahnung, wenn ich das kriege. Schuriger Zweig, den kriege ich nur in dem Dingens-Event. Geisterbahn kann ich nur mit Ektoplasma bauen. Das bringt mir also auch nichts. Käferflügel mit dem Käferpanzer? Habe ich nicht Käferpanzer? Oder waren das die Dinger, die ich nur kriege, wenn ich, Oh, Leute, Pilzbarren? Pilz mit Barren. Cool, dann könnte ich mir ein Hoverboard bauen. Wirklich, lol, cool, warte mal, wie kriegt man denn, Moment, ich habe nebenbei nämlich jetzt immer, ich habe gemerkt, das ist besser, ich habe mir nebenbei, deshalb steht jetzt auch gerade das Bild gerade, ich meine, passiert ja gerade eh nichts, ich muss nämlich mal gerade gucken, ich habe mir jetzt nebenbei immer Dingens nämlich auf, hier, Terraria-Wiki, da gucke ich nämlich mal gerade kurz rein, wie gesagt, es tut mir leid, dass gerade nichts läuft, dass ich quasi euch nur unterhalte, hat aber wie gesagt, alles einen Sinn, ich muss mal gerade kurz gucken, wo gibt es hier nochmal diese Pilz, dieses Pilzzeug. Davon gibt es nämlich auch eine Armor, wenn ich mich nicht ganz irre. Moment, Moment. Dragon Armor. Wir bewegen mal wieder das Bild. Hallo? Uns gibt es noch. So, Moment, aber trotzdem. Wo ist denn hier diese Pilzrüstung? Gibt es da nicht eine Pilzrüstung? Spectre Baron, Smooth Ride Baron. Das ist der doch, oder? Ist der das nicht? Smooth Ride Baron. Da. Ah, okay. Oh, krass. Alles klar. Dafür müsste ich... Ja, das ist auch die Frage. Das weiß ich auch nicht. Ging es eigentlich, dass wir das Erz von diesem grünen, von diesem
Kukrillium-Ohr, dass wir das, Ground Jungle, Moons, Jungle Grass, mit Pickaxe or Drill with 200% brauche ich. Ich habe 190, nein. So eine Scheiße, ich kann es nicht abbauen. Ah, das wäre cool gewesen, wenn ich dieses grüne Set mir hätte bauen können. Schade. Das heißt, ich werde mir auch nicht die Pilzrüstung bauen können. Oder diese Pilzbarren kann ich mir nicht bauen, da ich, ja, Dingens nicht habe. Ja, uns fehlt einfach die Waffe. Die Waffe fehlt uns einfach, um zurechtzukommen. Wir könnten aber, was wir machen könnten, wir könnten mal in den Untergrund gehen. Und, mal schauen, ich hatte doch irgendwo mal, wenn ich überlege, wo waren denn nochmal die, nämlich auch was ich eigentlich gerne farmen würde. Und zwar, es gab irgendwo, glaube ich, gab es ein Nest. Nein. Ah, hier, da. Das Nest. Da will ich mal gerade hin. Und zwar, ich kann mir die Spider-Rüstung, könnte ich mir bauen. Dann könnte ich nämlich noch einen Minion mehr beschwören. Das heißt, ich könnte so ein bisschen auf den Minion-Charakter gehen, den ich eigentlich gerne spielen würde, weil der ist eigentlich ziemlich cool. Das macht echt Bock. Also, es macht mir wirklich momentan im Singleplayer sehr viel Bock. Wobei ich da auch zugeben muss, ich habe da auch ein klein bisschen gecheatet, gebe ich ganz gerne zu. Ich war ja mal in Terraria sehr weit, habe dann das Spiel deinstalliert und habe dadurch meinen Max-Speicher verloren, was mich sehr geärgert hat, weil da war ich wirklich, also da bin ich wirklich aus eigenen Stücken, ohne Flachs, ich bin wirklich bis zum Solar-Event gekommen damit. Das war wirklich, da war ich sehr stolz auch drauf, dass ich das geschafft hatte. Ja, nur habe ich dann jetzt dadurch den Speicher halt nicht mehr. Und deshalb habe ich geguckt, wir müssten hier raus im Übrigen. Das heißt, wir bohren uns mal gerade mal raus. Wir gehen mal gerade hier raus. Fighten uns nochmal hier durch die Gegnerhorden. Fotzenvieh. Ja, ich müsste auch mal irgendwie es mal irgendwie langsam hinkriegen, dass ich mal einen Boss schaffe, einen mechanischen Boss, weil die sind ja auch so Dreh- und Angelpunkt momentan, weil die muss ich halt schaffen. Aber ohne richtiges Gear gelingt mir das schlecht. Jetzt muss ich halt mal gucken, ob ich hier irgendwo ein paar Spinnen auftreiben kann, weil die droppen ja die Zähne, soweit ich das weiß. Da sind nämlich Spinnen. Die müssten nämlich die Zähne droppen. Die da. Mit denen kann ich mir dann nämlich meine Spider-Rüstung nämlich bauen. Gerade kurz mal so durch alles. Da muss ich jetzt hier mit dem ganzen Spinnennetz. Lol. Da sind eine ganze Menge. Toll. Super. Geil gemacht, Sebastian. Wir sind einfach mal reingejumpt und sind gestorben. Selber schuld. Bin gewöhnt, dass ich meinen fetten Charakter gerade habe. Ich muss mich wieder einspielen auf den Low-Charakter hier. Wo ist denn meine kleine, geile Nursey hier? Heim mich mal, du Sau. So. Ach, guck mal, Seele der Nacht habe ich gefunden. Geil. Ja, hier, die Spinnenfangzähne. Aus dem Scheiß kann ich mir nämlich die Spider-Rüstung bauen. Und da muss ich eigentlich nur mal ihn fragen hier. Der kann mir das nämlich direkt sagen. Hier, Spinnenzähne, zack. Und dann kann ich mir hier aus die Spider-Rüstung bauen und sogar noch den Spinnenstab. Das heißt, ich könnte mir dann direkt auch Minions bauen. Ich weiß aber nicht, wie gut die Spinnen sind. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir davon noch ein paar haben. Habe ich da vielleicht irgendwo mal welche zurückgelegt? Werde sie auf jeden Fall jetzt mal zurücklegen, weil jetzt weiß ich ja, dass ich mir daraus was bauen kann. Gibt halt auch Sachen, die weiß ich noch nicht. Ach, guck mal hier, siehst du, ich habe nämlich Spinnenfangzähne schon. Da habe ich sogar schon mal welche. Pass auf, zack. Und dann habe ich nämlich 9 Stück. Mit 9 konnte ich mir noch was bauen. Nämlich den Helm, siehst du? Den Helm könnte ich mir schon mal bauen, wenn ich Bock hätte. Oh, ich könnte mir einen großen Thomas bauen. Cool. Oh, einen Thomas-Haken könnte ich mir auch bauen. Aber ich habe ja einen Haken. Brauche ja eigentlich keinen Haken mehr. Hat sich erledigt. Ja. Wäre nice. Könnte man bauen. Ja, ich könnte mir halt, wie gesagt, schon die Spinnenmaske bauen. Das wäre kein Problem. Ich muss jetzt sowieso gleich wieder runtergehen, sonst verliere ich meine Kohle, die da unten lag. Ja, wir legen mal gerade wirklich alles Wertvolle mal gerade eben da rein. Und ich würde sagen, wir deentquippen uns mal. Der ganze Rotz mal hier weglegen.
Weg, 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 weg. Ja, mit den Federn. Mit den Federn. Was war nochmal mit den Federn? Kann ich damit eigentlich auch nochmal irgendwas machen? Herstellen? Müsste es eine Mod geben, wo das einem direkt angezeigt wird. Feder. Ah, guck mal. Dämonenflügel. Die Seelen des Fluges habe ich schon. Ich bräuchte Seelen der Nacht noch ein paar. Dann könnte ich mir die bauen. Wie ich Bock hätte eigentlich. Dämonen- oder Engelsflügel könnte ich mir bauen. Das wären meine ersten Flügel. Aber ich habe, glaube ich, nicht genug Essenzen dafür, ne? Kann das sein? Kann das sein? Ich habe nämlich, glaube ich, gar nichts mehr davon. Ich sehe nämlich in den Truhen nichts davon. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier ist ja die wertvolle Truhe. Aber hier sehe ich auch null. Und hier auch null. Was wir auch machen könnten, wobei, ja, ich richtig überlege, das wäre ja eigentlich Cheaten. Also dann eigentlich doch nicht. Ich hatte gerade die Idee, man könnte ja auch meinen Max-Speicher auch nutzen, so ein bisschen, um uns... Ach, guck mal, hier ist noch ein Zahn. Um uns so ein bisschen voranzuhelfen, zum Beispiel was Tränke angeht. Ich habe ja, du brauchst, um die Max-Tränke zu brauen, brauchst du die letzte Crafting Station. Und die kriegst du ja erst nach dem, oder im Luna-Event kriegst du die ja erst. Also im letzten Event kriegst du die ja erst. Sprich, ja, ist halt die Frage. Ich habe übrigens einen Schattenschlüssel, sehe ich gerade. Lol, den könnte ich eigentlich auch mal eintauschen. Eisbumerang, ja, hier habe ich gar nichts drin. Ich habe hier einen Mushroom, habe ich hier drin. Immerhin, ja, hier habe ich gar nichts drin, ne? Immun gegen Verwirrung, lol. Nice. Tja, ja, ich habe wirklich jetzt, wie gesagt, länger nicht diesen Speicher gespielt. Ich bin gerade wieder selber überwältigt, was ich hier noch alles drin habe für ein Zeug. Ja, nö, ich würde sagen, haben wir hier leider nichts mehr drin an Seelen der Nacht. Habe ich wirklich halt nur die, die ich halt auch in der Tasche habe, nämlich 14, lol. Okay, lol, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich schon 14 Stück... Ja, da müssten wir eigentlich nur farmen, ne? Ja, farmen, farmen, farmen ist quasi das große Gebot dieses Let's Plays so. Ich würde sagen, pass auf, wir gehen zurück in die Spinnenhöhle, farmen dort ein bisschen weiter, damit ich vielleicht mein Zeug kriege. Wir müssen mal gerade eben ganz kurz bauen. Nein, sonst ist der Berg. Ich will ihn da behalten. Nein, ich will ihn doch behalten. Danke. So, und nehme ich dann wieder die Minions holen, zwei. Wenigstens die Minions holen. So, und dann würde ich sagen, verteidigen wir uns mit ein bisschen mit rumballern. Das ist Clint Eastwood-Style. Nee, ist einfach... Das sollen wir so machen, Leute. Wir müssen es leider so machen. Ach, guck mal, hier, schon eine Truhe. Die habe ich hier liegen lassen. Puh, die nehmen wir mit. Truhen sind ja relativ wichtig im Let's Play. Guck mal, was ist das denn? Ja, da müssen wir halt noch mit dem Schwert hier aushalten. Ich baue mir jetzt, wie gesagt, wir machen das jetzt so, Leute. Weil selbst diese Orichalcum-Zeug-Scheiße bringt mir ja im Endeffekt auch so jetzt noch nichts. Deshalb werden wir erstmal drauf... Oh, das war so klar, ich hasse mich. Ach komm, wo bist du? Ich höre den nicht. Ah, lol, das ist so eine Funz ist das. Hab ich gar nicht gemerkt hier, die Bitch. Oh nein, oh Gott, du mieser Penner. Jetzt wartet der bestimmt da unten. Mieses Arschloch, stirb. Hättest du was droppen können, weißt du, hättest du mir... Ach guck mal, da ist noch eine Flamme. Die müssen wir uns holen, die müssen wir uns holen, die müssen wir uns holen, die ist nämlich gut. Haben wir denn da auch schon wieder so einen? Oh, du Penner. Ja, ich bin auch noch... Das ist auch komisch, ne? Wobei, jetzt schinge ich jetzt wahrscheinlich. Ich bin ja im Let's Play noch auf keine Medusa getroffen, ne? Das ist mir auch etwas, was mich so ein bisschen wundert, ne? Muss ich ja mal sagen. So, wir machen jetzt auch mal, hier unten mal ein paar Dings rein. Da liegt mein Grabstein. Ich bin hier schon gestorben. Ja, leider kommen jetzt hier nur keine Spinnen mehr. Warum, weiß ich nicht. Die haben keinen Bock mehr wahrscheinlich. Jetzt da noch links noch ein paar Fackeln setzen, nämlich hier. Ach, guck mal, da links sind Spinnen jetzt. Alles klar, dann haben wir den gleich mal direkt aufs Maul. Boah, die hasse Spinnnetze. Ja, und wenn ich da meine Flügel habe, werde ich dann... Oh, nein! Werde ich dann wahrscheinlich auch keine Dingens mehr brauchen. Aha, brenne. Brenne, brenne. Ich kann hier eh nicht hin.
Die kann hier nicht hin. Oh. Sie kann ja nicht hin. Noch ein Fangnetz. Oh nein. Alter, da, also muss man echt sagen, ne? Das ist so homo mit dem. Die droppen sogar Seelen der Nacht. Wie geil ist denn das bitte? Hammer geil, Alter. Die droppen ja echt sogar noch Seelen der Nacht. Das ist ja mal ultra fett. Das ist klar, dann werde ich auf jeden Fall weiterfarmen, weil dann habe ich nämlich sogar gleich meine Flügelchen. Lass uns mal gerade einen Trank reinknallen. Also, da sind wieder neue Spinnchen. Ach, ich muss da dringend mal gleich das noch zumachen. Das dauert aber lange, ne? Dann lieber so, dann lieber einen Schlag in Kauf nehmen. Kurz abwarten oder so, oder keine Ahnung, noch einen Kämpfer hinsetzen. Auf jeden Fall, Moment mal gerade, wir machen noch mal gerade hier unten. Machen das mal gerade eben so und bauen das dann, wenn die Welt tot ist, bauen wir das mal eben oben hier zu. Klar, danke. So. Und dann killen wir wieder ein paar von den scheiß Viechern. Ich bin einfach zu sehr meinen krassen Charakter gewöhnt. Jetzt stirbst du Sau. Alter, warum machen wir Damage? Da war die Medusa! Ho! Ich bin leicht leider tot. Ich müsste mal einen Wiederbelebungstrank mal eben reinwerfen. Oh, jetzt geht's wieder. Fuck, ich habe leider nichts dabei, um Dinge zu. Ich könnte auch mit meinem. Fällt mir so gerade auf. Ich könnte ja auch mit meinem Bumerang mal so ein bisschen kämpfen. Das ist noch eine. Medusa! Nicht angucken! Nicht angucken! Nicht angucken! Boah, das hat mich natürlich. War klar, weißt du? Diese blöde Funz, ey. Alter, ich hab mich doch gar nicht in der Richtung umgedreht. Du miese Bitch. Ach, schon wieder. Alles will dir hier an den Kragen. Warum eigentlich? Was habe ich der Welt getan? Ich hab doch nichts verbrochen. Boah, jetzt geht's aber auch hier gerade wieder ab. Alter, das ist ja der Obershit. Nein, ich will nicht sterben. Verdammt, du Sau. Schon wieder eine Medusa. Gerade eben habe ich es noch gesagt, weißt du. Mann, jetzt gerade habe ich es noch gesagt, weißt du, noch nie eine Medusa getroffen. Ich wusste, dass ich es schinge. Fuck off, ey. Ich wusste es. Miesen Fotzen, ey. So eine Scheiße, das ärgert mich jetzt hart, ey. Wollte auch eigentlich auch einen Kämpfer mitbringen, dass ich da unten Kämpfer wenigstens drin habe. So, wieder zwei Seelen der Nacht. Eine brauche, zwei brauche ich noch. Zwei Stück noch. Und ich könnte mir schon wirklich jetzt einen Teil bauen halt. Spinnenfangzähne. Ich könnte mir schon mal den Panzer bauen. Oder halt den Spinnenstab. Ich würde Spinnen, die für dich kämpfen. Das könnte ich auch schon mal. Komm, wir holen schon mal den Stab, weil wir können ja schon mit dem Stab, können wir schon arbeiten, indem wir ja, wenn wir das Ding hinsetzen hier. Zack. Blöd, Viecher töten. Kann ich mir nämlich schon mal zwei Spinnen holen. Weiß halt nur nicht, wie stark die Spinnen sind. Zumal, was ist, wenn die keinen Boden nach hinten haben? Dann laufen die nämlich genau, laufen die nämlich so rum. Wir gucken jetzt gleich mal, wie das läuft, wenn die einfach nur dabei sind. Gucken, wie viel Schaden die machen. Ansonsten habe ich jetzt gerade 12 Fangzähne umsonst ausgegeben für den verfickten Scheißstab und muss mir den ganzen Driss nämlich nochmal farmen. Aber ich habe zumindest jetzt gleich schon mal meine Flügel. Das ist allerdings schon mal etwas, denn Flügel sind so wichtig in diesem Spiel. So wichtig einfach nur. Und dringend Flügel, bis wir das UFO haben. Wenn ich das UFO habe, ist mir alles scheiße. Dann bräuchte ich eigentlich nicht mal mehr Flügel. Aber selbst so habe ich trotzdem immer noch Flügel dabei, weil du brauchst es immer noch zur Bewegung im Spiel. Ist einfach so. Und frage mich nicht, wieso ich die ganze Zeit einfach geschlagen habe. Jetzt habe ich schon wieder kein Zeug mitgenommen. Ich bin so doof. Ich wollte doch Zeug mitnehmen. Na egal, komm.